Hey ho und herzlich willkommen hier wieder mal zu einem neuen Video von Pokémon Go. Ich habe mir mal gedacht, gab es so ein paar Tutorials bzw. Informationen über diverse Pokémon Go Sachen halt zu bringen. Und ja, heute dachte ich mal, schauen wir uns die Poke-Eier ein bisschen genauer an. Und ja, was soll man wohl am besten erstmal so zum Anfang über die Eier wissen? Klar, aus Eiern schlüpfen Pokémon. Man muss auch eine gewisse Anzahl von Kilometern laufen und vor allem nicht schneller als 8 bis 12 Kilometer pro Stunde, weil sonst ja die Meter nicht gewertet werden. Das kennen wir ja auch schon. Sie müssen in den, das Wort ich hasse es, Inkubator gesteckt werden, damit halt die Kilometeranzahl anfängt zu steigen. Es gibt drei verschiedene Arten von Eiern, und zwar einmal die 2, die 5 und die 10 Kilometer Eier. Wenn wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer angucken, ist es so, dass 2 Kilometer Eier, klar, sind halt häufige Pokémon. Bei 5 Kilometer Eier finden wir ein paar seltene Pokémon heraus, die daraus schlüpfen. Und bei 10 Kilometern Eier sind halt seltene Pokémon meistens drinne verborgen. Um ein Ei in eine Brutmaschine reinzupacken, benötigt ihr die Spielerstufe 1. Fundorte, naja, sobald halt Platz im Rucksack ist, bekommt ihr halt jeweils an den Pokéstops manchmal ab und zu halt immer diverse Eier. Was vor allem auch noch interessant für euch da draußen ist und natürlich auch für mich, Pokémon, die aus einem Ei schlüpfen, haben bis, also ihr als Spieler, Spielerstufe 20 habt, dasselbe Level wie der Spieler an sich. Bedeutet, um das nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, schlüpft ein Pokémon aus einem Ei, wenn man auf Spielerstufe 8 ist, dann ist das Pokémon auch Level 8. Wenn man aber allerdings über Spielerstufe 20 ist, zum Beispiel 27, dann wird jedes weitere Pokémon, das schlüpft, auf Level 20 schlüpfen. Also das ist dann wirklich so das Ende Gelände von denen, was man vielleicht denken kann. Vielleicht haben es ja auch schon welche so selbst gedacht, so okay, nur noch Level 20er, ist natürlich cool. Aber so wisst ihr das jetzt wirklich mal schwarz auf weiß, ja, so sagt man das doch, oder? Ich hoffe, für euch war das recht interessant, mal so ein bisschen genauere Infos über die Pokémon-Eier an sich zu erhalten. Ich denke jetzt zu zeigen, welche Pokémon befinden sich in 2 Kilometer Eier, an 5 oder an 10. So ein Video hatte ich ja auch schon mal gedreht gehabt für euch. Und ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ja, lasst mir ein Like da, würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Wenn ihr mehr von Pokémon Go sehen wollt und nichts weiter verpassen möchtet, hinterlasst mir noch ein Abo. Und ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.